Hallo Leute und herzlich willkommen zurück in Arkham City, wo ein Helikopter da gerade rumfliegt und ich habe was ganz anderes Interessantes entdeckt. Ich wiederhole, haben Sie Kontakt zu Batman? Nämlich Ja, guck mal, wer da steht und uns beobachtet. Der sieht ja fast aus wie ein mittelalterlicher Kreuzritter. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal hin und gucken, was das für eine Type ist. Ich habe dich beobachtet, Batman, um zu überprüfen, ob du bereit bist. Ja, sowas. Und den Boss erledigt. Und was jetzt? Batman und Catwoman sind frei. Two-Face ist total fertig. Aha. Wer ist der mysteriöse Fremde, der mich beobachtet? Halte stets nach der geheimnisvollen Person Ausschau und scanne sämtliche Beweise, die sie zurücklässt. Ja, tatsächlich hätten wir diesen Teil dieser Nebenquest schon machen können, nachdem wir Catwoman befreit haben. In der Kälte fest. Ja, vielleicht haben wir ja die falsche Seite gewählt. Batman. Unbekannt. Na, schön. Aber immerhin, was haben wir denn hier alles? Ein Audio-File? Ach, Joker ist das, ja. Ist da irgendwas Neues? Nicht wirklich. Ja, Hugo Strange ist ja auch nur neu wegen dem Audioband. Ich gucke hier nur gerade durch. Ich wollte eigentlich noch eine Sache machen, das habe ich jetzt aber leider verpeilt. Dann muss ich das halt in der nächsten Aufnahme machen. Ich wollte mich das Datum zurechtsetzen, weil wir... die Calendar Man, die inoffizielle Calendar Man Sidequest hätten starten können. Da müssen wir ihn 12 Mal besuchen an 12 Feiertagen, um das abzuschließen. Und da wollte ich jetzt das Datum vom ersten Feiertag schon mal, den ersten Feiertag schon mal eintragen, aber ich habe es jetzt leider vergessen. Haben wir das schon zerstört? Oh, haben wir schon. Naja, im Zweifelsfall. Ich hatte eigentlich überlegt, erstmal immer zu Beginn einer Aufnahme das machen, aber da kommen wir gar nicht hin. Na gut. Das hat sich damit dann erledigt, dann machen wir es anders. Bei... Erweitertes Realitätstraining online. Gelegenheit. Ich will das erweiterte Realitätstraining nochmal versuchen, weil jetzt, am Anfang der Aufnahme, da habe ich noch den Nerv dafür. Ach, das war der Scheiß, wo ich mich drehen muss, ne? Erweitertes Realitätstraining aktiviert. Boah, es hat einen Grund, dass das, die Nummer 4 ist. Vielleicht könnte ich was verbrennen. Komm schon! Ja, das sieht doch super aus! Erweitertes Realitätstraining abgeschlossen. Im ersten Versuch, Leute. Wie geil war das denn, bitteschön? Und weil das jetzt gerade so gut geklappt hat, einen haben wir noch hier unten. Dann könnten wir nämlich den Scheiß schon mal abschließen. Ich gucke kurz im Museum. Dieser Titanbehälter hier, der ist auch frei zugänglich. Den könnten wir uns dann auch schnappen. Ja, an den kommen wir nicht dran. Ich weiß, dass wir hier auch die Riddler-Sache machen wollten. Das machen wir dann auch. Eins nach dem anderen. Da soll auch irgendwas Zerstörbares auf dem Weg sein. Wahrscheinlich wieder eine Kamera. Da ist auch ein Riddler-Zeichen. Ich gucke mal, von wo aus wir das... Arkham City ist eine Besserungsanstalt mit Chancengleichheit. Ja, diese Dinger sind jetzt auch überall in der Stadt verteilt. Apropos in der Stadt verteilt, die Rätsel, es gibt auch Rätsel hier für die ganzen Stadtbezirke. Das kann ich ja mal kurz zeigen. Ich mach mal den Mauscursor aus dem Bild. Ich weiß gar nicht, ob man den überhaupt sieht. Ich habe zumindest bei Fraps eingestellt, er soll den Cursor verbergen. Aber das klappt nicht bei allen Spielen. Beantworten lässt sich diese Frage nur aus einer ungewohnten Perspektive. Ob du das hinbekommst? Das ist auch wieder ein Fragezeichen, das haben wir noch. Wenn man Freeze schlägt, ist er dann verbeult? Muss man es wirklich in alle reinhämmern? Es weiß doch jeder, dass Harley dumm ist. Derjenige, der dieser Person ein Diplom ausgestellt hat, hatte sicher einen Clown gefrühstückt.
Werden die zwei wieder eins, wenn man sie zusammenbringt? Je mehr sich die Dinge ändern, desto mehr bleiben sie sich gleich. Welche Puppe hat das gesagt? Und ach so, das ist Stahlberg. Ja, hab ich wieder nicht aufgepasst. Das hier wären die relevanten Puzzle. Ist auch egal. Machen wir ein andermal. Auf jeden Fall, es gibt halt für die Außenbezirke auch Puzzle. Hier für diverse Poster oder sonst was. Vielleicht hat Wonder Tower ja eins. Ich probiere es einfach mal. Ah. So einfach kann es gehen. Arkham City Story freigeschaltet. Tiger in der Stadt. Nach seinem Streit mit Commissioner Gordon, bei dem es im Kern um die Polizeiarbeit in Arkham City ging, gab Quincy Sharp bekannt, dass eine Privatfirma mit sämtlichen sicherheitsrelevanten Aufgaben betraut wurde. Tiger. Was außer Hugo Strange jedoch niemand wusste, war, dass jede der sorgfältig ausgewählten Tigerwachen einer posthypnotischen Suggestion ausgesetzt war. Sie waren nur einer Person gegenüber loyal, und diese Person war Hugo Strange. Dann Ace Chemicals ist so ein schönes Land, so ein schönes Markenzeichen hier. Hätte ja sein können. Da müssen wir gleich nochmal gucken. Hier so Plakate wie das da zum Beispiel. Obwohl das jetzt nicht, aber das könnte zum Beispiel. Die sind auch ganz gerne in diesen Rätseln involviert. Da muss man einfach so ein bisschen die Augen aufhalten. Und dann funktioniert das auch. Aber im Zweifelsfall mache ich das sowieso alles dann später nochmal. Das ist also der Plan. Jupp. Ich weiß nicht recht. Ach, um Gottes Willen, wir sind das doch durchgegangen. Wir finden Bruce Wayne, tun ihm ein bisschen weh und bringen ihn zu Pinguin. Und was dann? Dann killt Pinguin uns. Wieso sollte er das tun? Wir geben ihm, was er will. Er belohnt uns. Alle sind glücklich. Was ist, wenn die Belohnung aus einer Kugel im Kopf besteht? Du kennst die Geschichten. Er ist ein Monster. Ich habe gehört, dass er Razor in ein Becken voller kochendem Wasser und Rasierklingen geworfen hat. Er fand das lustig. Um ehrlich zu sein, das klingt auch lustig. Razor hätte Jokers Gang nicht verlassen sollen. Pinguin hat die ganze Zeit versucht, Informationen von ihm zu bekommen. Das wird schon, ganz bestimmt. Da kann passieren, was will. Der hässliche Schweinehund wird so froh darüber sein, Wayne zu bekommen, dass wir danach alle kostenlose Drinks in der Eisberg Lounge kriegen. Kostenlose Drinks? Hättest du eher sagen sollen. Bin dabei. So, ich habe mich hier, während wir jetzt den Typen zugehört haben... Leute, vielleicht blutet er es ja aus. Dann sollten wir dafür sorgen, dass wir ihn abstechen. Habe ich mich ja so ein bisschen umgesehen. Und zack. Hab wieder was gefunden für ein Rätsel. Clayface. Basil Carlo, auch genannt Clayface, setzte seine Fähigkeit, das Aussehen jeder Person anzunehmen, ein, um Quincy Sharps Gestalt zu imitieren und so aus der Anstalt von Arkham zu fliehen. Während seiner Flucht durch Gotham City sah Clayface sich gezwungen, ständig seine Gestalt zu wechseln, um sich Hugo Strange und seine Wachen so vom Leib zu halten. Sein augenblicklicher Aufenthaltsort ist unbekannt. Ich dachte, warum nicht, wenn ich sowieso warten muss, weil wir ja den Leuten zuhören da. Die Mauer, die Arkham City umgibt, ist für alle Gefangenen Sperrgebiet. Pinguin, das ist mal ein Loser. Trifft eine Entscheidung. Seid ihr gut genug, um für Pinguin zu arbeiten? Oder seid ihr einfach nur feige? Wie sieht's aus? Ich gehe zu Pinguin. Ich hab Joker schon immer gehasst. Ich auch. Gut, dann müsst ihr nur noch die Prüfungen überstehen. Freundet euch gar nicht erst an. Pinguin wird euch um einen Platz an seiner Seite kämpfen lassen. Dabei werden die meisten von euch verrecken. Ein paar von euch werden sich sicher gegenseitig umlegen, aber keine Sorge. Diejenigen, die die Prüfungen überstehen... Melde Kameraausfall in Sektor 1. Ist das noch eine Kamera da? Ja, natürlich. Wir sollen einander umbringen? Stört mich nicht. Du kannst mich mal. Da mache ich mich mit. Und Feuer frei! Nur weg, du feiges Huhn. Wir werden dich später... Haben Kamera in Sektor 1 verloren. Was machen wir jetzt?
Ich gehe und suche Black Mask. Wieso? Gehörte mal zu seiner Gang. Der erinnert sich bestimmt an mich. Ich kann ein gutes Wort für dich einlegen. Das wäre echt klasse. Scheiß auf Black Mask. Mächtig ist hier nur der Joker. Glaubst du, ich hörte, der sei krank? Natürlich ist er krank. Eine Kamera in Sektor 2 ausgefallen. Nein, ich meinte krank. Sterbenskrank. Wenn der tot ist, gibt es einen Aufstand. Dann wird die Macht neu aufgeteilt. Aus diesem Grund suche ich Mr. Sionis. Der behandelt seine Jungs gut. Gut, da drüben ist der nächste Flugpunkt. Bin ja mal gespannt. Erweitertes Realitätstraining aktiviert. Müssen wir uns da drehen? Nee. Kommen wir denn da... Schaffen wir das denn? Bruce Wayne hierher gebracht haben? Schnee von gestern, Mann. Pinguin hat sich mit ihm getroffen. Woher wusste er davon? Was macht Batman hier? Batman fliegt! Wow! Mist! Erweitertes Realitätstraining fehlgeschlagen. Oh, das ist ja eine fiese Kurve da. Das könnte nochmal fies sein. Ich probiere es noch 2-3 Mal und ansonsten lassen wir es erstmal gut sein. Zumindest weiß ich jetzt schon mal, was mich erwartet. Das erweitertes Realitätstraining aktiviert. So, jetzt sieht zu, dass Batman nicht an uns vorbeikommt. Was war das? So, und rum. Nein, das war zu viel. Das war zu viel. Oh, wir schaffen's. Haha! Das war das erweiterte Realitätstraining, Leute. Die Kiste aufziehen und seine Riesenladung Titan rein und niemand kann uns je wieder Befehle erteilen. Weder Joker noch Two-Face noch sonst wer. Hast du gesehen, was der Scheiß aus Joker gemacht hat? Er konnte eine Menge einstecken, oder? Wenn du meinst, mir genügt es, das Zeug für den Boss zu bewachen. Ich habe keine Lust, in irgendeinen Mutanten verwandelt zu werden und dann zu krepieren. Da haben wir auch gleich den nächsten Titan... Haben wir gleich den nächsten Titanbehälter gefunden. Den habe ich gar nicht bemerkt hier. Das hätte jetzt relativ leicht schief gehen können. Ach, da ist auch noch eine Kamera. Hallo, Jungs. Jungs. Ernsthaft? Ernsthaft? Das war jetzt wirklich sehr schwach. Das hätte nicht funktionieren dürfen. Moment, nicht schießen. Noch 4 Titanbehälter. Wer hat denn das gerade gesagt, nicht schießen? Weil wir müssen ja auch noch die ganzen politischen Gefangenen retten. Ach, hier diese ganzen... Batclaw entwaffnen. Das ist vielleicht ganz gar nicht so verkehrt. Man kann diese Verbesserung dazu benutzen, um einem bewaffneten Angreifer aus der Entfernung die Schusswaffe aus der Hand zu reißen und ihn so zu überraschen. Dies lässt sich im Kampf sehr gut mittels der Schnell-Batclaw erreichen. Ja, das ist auf jeden Fall nicht verkehrt, das zu haben. Die Rauchbombe und die DSL-Distanz-Stromladung, die sind auch neu. So. Beim Batsuit natürlich die Umgebungsanalyse. Wird noch als neu gehandhabt, warum auch immer. Ist auch egal. So, hier eine Kamera. Kamera in Sektor 1 ausgefallen. Da ist eine Riddler-Type. Den können wir vielleicht gleich mitnehmen. Oh, guck mal, wie viele bewaffnete Leute hier zu diesem Zeitpunkt schon unterwegs sind. Das sind sogar 2 Riddler-Leute. Gehört, dass Bane irgendwo in Arkham City ist. Ich weiß auch wo. So, die da hinten nehmen wir auch noch mit. Wenn ich sie gerade schon entdeckt habe. So. Melde Kameraausfall in Sektor 1. Da oben ist eine Riddler-Trophäe. Und vielleicht können wir mit einer Eckendeckung gleich den Typen hier erledigen. Sind da noch.
Ah, der kommt hier runter. Das ist gar nicht gut. Vielleicht können wir den auch mit einer Eckendeckung erledigen, wenn er jetzt kommt, um sich den anderen anzusehen. Und dann haben wir nur noch einen, den können wir dann so erledigen. Na, sieht er ihn? Sieht er ihn? Sieht er ihn? Wir haben Batman. Bitte nicht schießen! Oh, dieser scheiß Helikopter! Macht er auch noch mal was? Da geht drauf, ob ich mir Harley schnappen kann, wenn es soweit ist. Hier drüben, schnell! Hier ist jemand! Verdammt! Na los, komm her, dann schnapp ich dich jetzt. Wo will denn der hin? Der Sack, kann doch nicht einfach abhauen. Das darf der nicht. So, da hinten noch einer. Aber der hat keine Chance. Einer alleine hat keine Chance. Ich muss nur gucken, wie er läuft. Hops. So. Oh, guck mal hier. Wir haben schon das kaputte Bein und sind schon relativ mitgenommen. So. Da steht der Riddler-Mann. Vielleicht können wir den verhören, ohne vorher alle verprügeln zu müssen. Wenn wir das jetzt richtig timen. Wie viele Leute sind denn hier unterwegs? Wenn wir den hier erledigen können, können wir uns den anderen schnappen. Die Außenmauer von Arkham City wird von Tigerwachen gesichert. Das wird wieder eine dieser Folgen, wo wir im Prinzip gar nichts machen, oder? Ich weiß, dass du für Riddler arbeitest. Woher? Ich meine natürlich. Bitte, bitte tu mir nicht weh. Ich werde dir alles sagen. Daran habe ich nicht eine Sekunde gezweifelt. So, da unten ist noch... Oh, da ist noch einer. Und natürlich ist mir auch die Kamera hier nicht entgangen. Ist mir kalt. Ich spüre meine Finger nicht. Die Kamera hier nicht entgangen. So. Kamera in Sektor 1 ausgefallen. So, da ist auch noch eine Kamera. So, jetzt müssen wir uns den da schnappen. Vielleicht kriegen wir den ja alleine, dass wir hier nicht alle ausschalten müssen. Ja, den haben wir. Nein, den haben wir. Scheiße. Wieso geräuschloses Ausschalten, du Blödmann? Ja, dann ist es egal. Wollen wir mit dem anderen nicht anlegen? Dann machen wir noch die Kamera kaputt. Zack. Melde Kameraausfall in Sektor 1. Waren wir eigentlich schon mal hier in der Bowery? Hier sind nämlich noch so viele Kameras. Du weißt. Ruhe. Der andere Riddler-Typ, der war jetzt noch da hinten, ne? In der Richtung. Genau, da sehe ich ihn schon. Können wir den irgendwie markieren? Oh, hier auf dem Pferd ist ein Dingens. Eine Trophäe. Was ist los, Batman? Hast du Angst, gegen mich zu kämpfen? Die solltest du haben! So, dann muss ich jetzt aufpassen, dass ich den nicht aus Versehen ausschalte. Es sind nämlich nur noch zwei. Und zack. Zwing mich nicht, dir weh zu tun. Ich sag dir alles, was ich weiß. Vielen Dank.